som Nein, nein, nein. Nein, auch wieder ein bisschen an Kitzbühel zurückdenken. Ein Sturz von Scott McCartney und der Matthias Lanzinger hat sich einen mehrfachen offenen Unterschenkelbruch zugezogen und eine leichte Hirnerschütterung. Er ist natürlich sofort ins Spital gebracht worden und von dort hören wir, der Zustand ist stabil. Lanzinger wurde dadurch am linken Bein schwer verletzt. Er brach sich unter anderem mehrfach den Unterschenkel. In österreichischen Medien wurde kritisiert, dass die Rettungsaktion angeblich nur sehr langsam in Gang kam. Man habe Lanzinger mit einem Schlitten zu Tal transportiert und dort sei kein Rettungshelikopter, sondern bloß ein Touristenhubschrauber zur Verfügung gestanden. Dadurch habe sich der Transport ins Spital stark verzögert.